Jane Torvill, Christopher Dean. Die absolute Steigerung, nicht zu überbieten bei diesen Weltmeisterschaften. Nicht zuletzt deshalb laufen sie am Ende dieses Schauprogramms. In the Mood, ihr erster Titel, den Sie von Glenn Miller sicher kennen. Eistanzen auf Englisch. Jane Torvill und Christopher Dean. Vor 2 Jahren bei den Weltmeisterschaften in Dortmund, noch Neunte, machten sie einen Sprung nach vorn, den niemand für möglich gehalten hat. Und sie sind nun das Nonplusultra im Eistanzen. Extrem weich und fließend in ihren Bewegungen, technisch also eisläuferisch, perfekt, nicht zu erreichen auch von den sowjetischen Paaren, die eine andere Art des Eistanzes darbieten. Sie laufen mit den Füßen ein sehr viel schwierigeres Programm und sie sind sehr geschickt in ihrer Musikauswahl.